Schön. Ja. Er war ein Macher, der die Dinge angepackt hat, als es wirklich drauf ankam. Also Anfang des 19. Jahrhunderts kam es zu einem unglaublichen gesellschaftlichen Umbruch. Die kleinen Leute haben sich allmählich aus der Macht oder der Vorherrschaft des Adels und der Kirchen emanzipiert, kamen aber dann in die Abhängigkeit der kapitalbesitzenden Unternehmen und verarmten in dieser Konstellation sehr schnell. Dazu kam dann noch 1448 ein extremer Wintereinbruch dazu. Die Ernten fielen aus und tausende Bauern verhungerten in diesem Jahr. Wenn du Hunger hast, musst du dir Brot kaufen. Wenn du aber kein Geld hast, um Brot zu kaufen, musst du zum Geldverleiher gehen und dir Geld leihen. Und der verlangt dann Wucherzinsen, die du niemals im Leben wirst zurückzahlen können und bist also auf ewig und immer in der Schuld dieses Geldverleihers, also auf ewig abhängig. Er hat das zum Anlass genommen und begonnen, Hilfsvereine und Darlehenskassen zu gründen, die dann den kleinen Leuten helfen sollten, eben selber auf die Beine zu kommen und nicht in dieses Abhängigkeitsverhältnis zu kommen. Raiffeisen ist einer der bedeutendsten Sozialreformer, einerseits im Sinn der christlichen Nächstenliebe, andererseits aber auch in ganz lebenspraktischer Hinsicht, weil er sich wirklich Gedanken gemacht hat, was die Menschen auf dem Land brauchen. Und das ist finanzielle Sicherheit und Solidarität. Als ich in jungen Jahren begonnen hatte, Hilfsvereine zu gründen, ahnte ich nicht, wohin das führen würde. Eine einmalige Erfolgsgeschichte und doch erst der Anfang. Heute sind es über 900.000 Genossenschaften weltweit. Sichere, seriöse, menschennahe Gemeinschaften. Das erste wirtschaftsethische Modell der Geschichte, bis heute das einzig wirklich Gelebte, weil es den Menschen an vorderster Stelle sieht und nicht den Gewinn. Das ist so einfach wie genial eigentlich. Anstatt zum Geldverleiher zu gehen, hat Raiffeisen damit begonnen, kleine Kredite mit niedrigen Zinsen an die Leute rauszugeben, die diese sich nun auch leisten konnten. Und ein Geldverleiher hätte jetzt gesagt, nö, das mache ich nicht, weil woher nehme ich die Sicherheit, dass ich das Geld auch wieder zurückbekomme? Und Raiffeisen hat gesagt, wir leihen uns das Geld gegenseitig und sichern uns also über die Gemeinschaft ab. Und Raiffeisen verbindet auf diese Weise die ältesten kollektiven Systeme der Menschheit, nämlich das Wirtschaften in den großfamiliären Verbänden, das die Urvölker schon kannten, mit dem modernen Geldsystem. Im Grunde geht es darum, dass der Raiffeisen im 19. Jahrhundert eine gute Idee hat. Und die Idee, die ist heute aktueller denn je im Grunde. Ja, und das versuche ich sozusagen hier auch in der Kunst wieder zu spiegeln, insofern, dass ich ein Material verwende, das uralt ist, das Menschen schon in der Steinzeit verwendet haben, nämlich Ton. Und wenn der Kopf dann ganz fertig ist, projizieren wir drauf ein digitales Medium, ein Video und Gesicht. Und ja, das Ganze ergibt dann idealerweise eine total stimmige, schlüssige Einheit und wirkt möglichst lebendig, sodass der Raiffeisen quasi wieder aufersteht. Darum geht's. Also die Idee von Raiffeisen ist eigentlich heute aktueller denn je. Denn kein Modell in der Wirtschaft ist so beständig aufgegriffen, modifiziert und fortgelebt worden wie seines. Und deswegen kann man, finde ich, eigentlich sagen, dass Raiffeisen Geschichte, Gegenwart und Zukunft zugleich ist. Und das liegt daran, dass er sich auf das älteste Erfolgsmodell der Menschheit stützt. Und das ist Solidarität und Gemeinschaft. Mit einer weiteren Hilfe der Regierung können wir leider nicht mehr rechnen, denn die Vorräte sind erschöpft, weil nicht nur bei uns die Not so groß ist. Es bleibt uns nichts weiter übrig. Wir müssen gemeinsam weiteres Brotmehl beschaffen.
Leicht gesagt. Aber niemand im weiten Deutschland wird uns Brotmehl auf Borg liefern. Nun, wir nehmen eine Anleihe auf und kaufen das Brotmehl. Eine Anleihe? Etwa bei dem Wucherer Birnbaum? Ich denke nicht an den Wucherer. Sondern jeder Einzelne von euch möge an die Armenkommission so viele Taler verleihen, als er ohne große Not tun kann. Wir werden bestimmt noch andere wohlhabende Leute in den anderen Ortsgemeinden finden, die uns helfen werden. Und mit all diesem Geld können wir noch einmal Brotmehl kaufen und austeilen. Die Rückzahlung erfolgt dann nach der neuen Ernte. Und wer soll für die Rückzahlung bürgen? Die Bürgschaft ist das Fundament meines Planes. Eigentlich stehen wir heute vor einer ziemlich ähnlichen Situation. Wir befinden uns wieder in einer Industrialisierungsphase, in einer Entwicklung, in der es Gefahren für die Bevölkerungen und für die Volkswirtschaften gibt. Und es ist wichtig, dass wir diese Situation mit ethischen Maßstäben begegnen. Ihr werdet zu Unternehmern werden und gleichzeitig zu Verwaltern eurer eigenen Nöte, aber auch zu Verwaltern eurer eigenen Mittel, die durchaus beträchtlich sein können. Denn diese werden durch den Zusammenschluss vieler kleiner Kredite gebildet, die den gemeinsamen Kassen zugehen werden. Jeder Einzelne, der eine Hilfe will, muss bereit sein, auch allen anderen beizustehen, die in Not sind. Darum, einer für alle, alle für einen. Ohne Raiffeisen hätten wir heute keine Baugenossenschaften, keine Energiegenossenschaften, keine sozialen Genossenschaften. Und sicher ist heute vieles anders. Die wirtschaftliche Situation ist viel dynamischer. Wir leben heute auch nicht in einer Agrargesellschaft, sondern in einer hochtechnologischen Welt. Aber trotzdem lebt diese Idee in den regionalen Wirtschaftsgemeinschaften weiter. Auch hier leihen sich die Unternehmer über die Genossenschaft gegenseitig Geld und bilden so ziemlich stabile Wirtschaftskreisläufe. Communities, Netzwerke, Unternehmen, die kooperieren, um einfach nur saubere Geschäfte zu machen, ohne zu spekulieren, ohne auf Biegen und Brechen Gewinne rauszuquetschen, ganz gleich, ob es für die Gesellschaft sinnvoll ist oder nicht. Das ist doch schützenswert. Sie dürfen stolz sein. Doch Sie müssen mir versprechen, lassen Sie auf keinen Fall los von der Idee. Wir haben eine Idee. Eine Idee, die Sinn macht. Nebenbei bemerkt, im Moment sind wir die Einzigen. Die 200 Jahre, die zwischen uns liegen, sind gar nicht da, sondern sind erst heute bei uns und er ist unter uns. Und das macht das halt eben so faszinierend. Ich denke, spielerisch wird damit wirklich komplett klar, um was es geht. Und die Worte, die Raiffeisen spricht, die gehen wirklich jedem nahe. Sehr imposant und auch beeindruckend, gerade durch die ganze Geschichte, die hinter diesem Mann steht. Kunst und die Aussage dazu, das hat mich sehr fasziniert. Weil diese Installation macht das, was wir ja transportieren wollen, diese genossenschaftliche Idee, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes greifbar und auch erlebbar. Friedrich Wilhelm Raiffeisen nahezu live zu erleben und ein paar kluge Gedanken von ihm nochmal ganz unmittelbar aufzunehmen, das hilft tatsächlich, dass wir unsere Identität ein Stück weit schärfen. Und wenn Raiffeisen sagt, wie wichtig es ist, Mut zu entwickeln, mutig zu sein, couragiert zu sein, dann ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft mit Blick auf all jene, die hier oben an der Akademie sich weiterbilden. Weil das ist eine ganz zentrale Voraussetzung, erfolgreich zu wirken. Raiffeisen ist digital, Raiffeisen ist flexibel, Raiffeisen gilt gestern, heute und morgen. Gutes Schlusswort.